Hallo, hier ist wieder Xi in Squad mit Fallout 3. Wir befinden uns momentan in den versunkenen Höhlen. Oder? Versunkene Höhlen? Kammern. Immer noch auf der Suche nach dem Herz von Harold. Dem armen Kerl, den ein Baum durch die Strahlung herumgewachsen ist. Und der nach 2 Jahrzehnten in diesem Zustand uns nun bittet, ihm bzw. seinem Leben ein Ende zu setzen. Und ja, die Leute, die Baumhüter, die dort leben, würden uns zwar darum bitten, entweder das Wachstum zu stoppen oder es zu beschleunigen. Eieiei. Kleiner Moment. Doch wir werden. Okay, es geht noch weiter. Doch wir werden Harolds Wunsch erfüllen und. Harolds Herz. Harolds Baumsatz für um Harolds Wachstum anzuhalten. Laurels Einreibmittel. Nein. Harolds Herz vernichten. Sie waren Harolds Mutationen ausgesetzt. Ihre Haut ist jetzt so hart wie Rinde, was? Aber warum muss denn nun gleich... Ja. Wir haben seinen Wunsch erfüllt. Gehen wir. Ich schätze mal, dass die Baumhüter nun alle auf uns losgehen werden. Das wird keine schöne Angelegenheit. Frag mich nur, wo wir jetzt noch hinkommen. Irgendwann müssen wir wieder oben rauskommen. Oder finden wir jetzt irgendwie einen Seiteneingang, durch den wir schon die ganze Zeit gehen hätten können. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay. Okay. Jetzt wird's lustig. Zweimal Könige auf einmal. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, die irgendwie schleichend zu erwischen? Ja, da haben wir eine. Ja, oder auch nicht. Auf in den Kampf. Hier ist sie immer mit Schlägen lähmen, die nicht treffen. Erledigt. Der nächste kommt zugleich, folgt zugleich. Und gelähmt. Nee, noch nicht gelähmt. Na, da kommt irgendwas angelaufen. Oder auch nicht. Das sieht seltsam aus. Okay. Nee. Die haben hier viele Leute runtergeschickt, ha? Huh?
Schätz mal, das sind alles Leute, die von den Baumhütern hier runtergeschickt wurden. Kann ich hier schwimmen? Und wenn ja, gibt es einen Grund dafür? Nee. Anscheinend nicht. Jetzt mal, da müssen wir unten durch. Yep, das habe ich mir gedacht. Was? Oh, wir hätten einfach hier durchgehen können. Ups. Ach nee, wir brauchten den Schlüssel trotzdem. Tja, Harold. Ich hoffe, du hast nun Frieden gefunden. Willkommen. Willkommen in Oasis. Das sagst du gleich nicht mehr. Der große Herrscher ist tot, von ihrer Hand erschlagen. Keine Sorge. Ich hege deswegen keinen Groll gegen sie. Sie müssen meinen Leuten in diesen schwierigen Zeiten verzeihen. Sie sind nicht gewohnt, allein dazustehen. Und dieses Mal fehlen mir die Worte, um ihnen zu helfen. Ja, das hat mich jetzt auch überrascht. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Die Reaktion hätte schlimmer sein können. Bevor sie sein Herz erreichten, erzählte er mir von seinem Todeswunsch, den ich fälschlicherweise für ein mystisches Zeichen gehalten habe. Wie kann ich nur so blind gewesen sein? Wie konnte ich nur all diese Leute in die Irre führen? Wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte, um ihn kennenzulernen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Was wird aus Oasis? Obwohl uns der große Herrscher verlassen hat, werden unsere Erinnerungen an ihn niemals verblassen. Mit Bloomseer Poplars Hilfe bin ich mir sicher, dass wir Oasis am Leben erhalten und als Baumhüter fortbestehen können. Gehen Sie jetzt. Vergessen Sie aber nie die Gaben, mit denen uns der große Herrscher beschenkt hat. Ja, mir bleibt aber schon ein flaues Gefühl im Magen. Aber naja, es ist trotzdem letztendlich zum Guten gewendet worden. Die Leute sind nicht böse auf uns. Und wir dürfen gehen. Und wir haben sogar noch was von der Aufgabe erhalten. Wir sind jetzt noch ein bisschen stärker in der Verteidigung. Aber ja, damit ist auch das Kapitel Oasis beendet. Und das bedeutet nun, dass wir lediglich ein wenig weiter östlich von Oasis suchen können, aber ansonsten fürchte ich, nähert sich unsere Reise tatsächlich einem Ende. Ich war jetzt echt überrascht, was Oasis tatsächlich war. Ich hätte vieles erwartet, aber das nicht. Und es war letztendlich dann doch kein GEK-Modul. Aber wo ist die Vault, die es erhalten hat? Gut, ich spekuliere mittlerweile, dass unser Vater irgendwie so eins in die Hände bekommen haben könnte. Dass irgendwie die Leute von unserer Vault einer anderen Vault das Modul abgenommen haben oder so. Und unser Vater es dann mit sich genommen hat, damit aus unserer Vault geflohen ist, deswegen auch gesucht wurde. Weil er eben dieses wichtige Modul mitgenommen hat. Aber sie müssen es von einer anderen Vault haben, denn unsere Vault sollte ja keins erhalten. Das stand so in den Schriften des Aufsehers. Was haben wir denn hier?
Mal sehen, ob wir hier doch noch irgendwas finden. Ja. Ein Durchgang, eine Passage. Aber bringt die uns irgendwas? Hat das hier irgendeinen Sinn? Das sieht auffällig aus. Ah, ein Händler. Sonst noch was? Da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Hallo? Ja. Kann ich Sie für eine wirklich seltene Erfrischung begeistern? Bitte was? Hört sich bei der Hitze super an. Was ist das? Das ist eine sogenannte Nuka-Cola Quantum. Sie ist viel besser als die übliche Nuka-Cola. Und leuchtet sogar im Dunkeln. Nuka-Cola Quantum? Ja, hört sich gut an. Wie viel? Nur 100 Kronkorken. Ein doppeltes Schnäppchen. Ja, ich kenne eine Dame in Gördershade, die einen Haufen Geld dafür bezahlen würde. Mhm. Nein, danke. Okay. Aber Sie werden sich später über sich selbst ärgern. Nö. Ich sehe mich mal um. Nee, du sollst reparieren. Komm auch mal. Ich hätte ja gerne in der Zwischenzeit so einen Hochleistungsstrahlenanzug gekauft, aber den gab's dann nicht mehr. Wenn der Preis stimmt, wie lautet das Angebot? So, jetzt wieder ganz schnell. Right away. Nein. Okay. Das ist Baumsaft. Den kann er ruhig haben. Was sollen wir damit? Nimmt nur Platz weg. Das hatte ich befürchtet. Ach, komm schon. Mit so jemandem macht... Will ich mir gerade nicht mehr fertig anhören. Was haben wir denn hier? Wieder einfach nur... Wieder einfach nur irgendein Fleck in Ödland. Ich meine, ja, es muss ja nicht jeder Geröllhaufen, den wir finden, irgendeinen Sinn dahinter haben. Sage ich ja nicht, aber... Okay, da gehen wir als nächstes lang. Übernächstes meine ich. Zunächst gehe ich mal da lang. Was haben wir denn da hinten? Ist schon verdächtig, wenn da so ein Durchgang ist. Irgendwas könnte ja hier noch sein. Vielleicht ist ja hier wieder irgendwo eine Vault irgendwo im Berg drin. Keine Ahnung. Ist zwar alles ein bisschen arg abgeschieden, aber... Naja. Wo gehe ich hier gerade lang? Ach, ich komme bloß wieder bei Oasis raus, oder? Ja. Der Weg führt nur nach Oasis. So. Sprechen ist schwierig. Jetzt überlege ich nur, was bleibt uns noch? Nee. Der Teil östlich von Oasis. Können wir jetzt noch kurz drüber schauen, wobei ich glaube, dass da nichts mehr war. Und dann noch die eine Vault. Für die wir dann unseren Strahlenschutzanzug anziehen. Und hoffentlich damit dann überleben werden. Sollten wir. Sonst würde ich das Konzept so ein bisschen in Frage stellen. Aber naja. Ich hoffe, dass wenigstens nur die Verstrahlung am Eingang so schlimm ist. Und nicht auch in der Vault. Durch so eine Vault durchrennen und einfach alle paar Sekunden wieder Redaway nutzen müssen. Ganz ehrlich, das würde mir dann auch irgendwann zu blöd. Gut, ich werde sowieso speiern, bevor wir das Ganze in die Tat umsetzen, aber... Ja, das ist halt dann wieder so eine konzeptionelle Frage. Ich meine, das, was ich damals gemacht habe, klar, das war dumm. Einfach hinlaufen und, ja, Strahlung im vierstelligen Bereich,
Was soll's? Weiter probieren, kriegen wir schon. Das war halt einfach dumm. Das war einfach nur dumm. Und ich glaube, wir sind auf einem Plateau, auf dem ich schon einmal stand. Was sind das für ein Gegner? Jetzt sollte ich ihn. Achso, Yaogawi, ja. Nö. Lass mich in Ruhe. Hier ist wieder eine Stelle, wo es runtergekratzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nein. Moment. Da ist Norden. Okay, Spiel. Dann kümmere ich mich halt doch um den Yaogawi. Meine Güte. Aber natürlich. Haben wir halt doch wieder Yaogawi-Fleisch. Das Fleisch können wir wenigstens tatsächlich mal praktisch verwenden. Ich meine, unseren Schaden zeitweise erhöhen, hätte schon was. So. Ach nee. Ach nee. Das war dumm. Yay. Haufen Ödland, das wir nicht betreten dürfen. Dankeschön. Jetzt laufe ich wieder genau zurück. Okay, also wieder in die Schlucht rein. Und dann müssen wir halt wieder südlich rausgehen. Alles Zeitverschwendung. Hallo. Autsch. Ne. Bauen wir wieder das ganze Zeug zusammen. Ah, wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Genau deswegen schaue ich immer nochmal drüber. Weil die halt auch Essen dabei haben könnten. Und Essen möchte ich nicht, brauche ich nicht. Lass mich raten, wir laufen wieder auf Oasis zu. Oh ne, wir laufen tatsächlich mal von Oasis weg. Ja, wir müssen schauen, dass wir irgendwie südlich hier wieder rausgehen. Ja, genau. Genau, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Und da gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Und dann gehen wir hier nach rechts. Und sehen wir draußen aus dem ganzen Gebilde. Aber nett, dass da vorne einfach so eine zerklüftete Steinwand ist und man darf erstmal wieder den Weg zurückgehen. Außer natürlich, hier soll ein alles unbedingt in Richtung Oasis bringen. Wer hatte uns von Oasis eigentlich überhaupt erzählt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nach Oasis sind wir auch nur so zielstrebig gegangen, weil ich die Markierung hatte. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wer uns davon erzählt hat. Da haben wir den Sammler von eben. Sonderlich weit gekommen ist er ja nicht. Naja, Schritttempo halt. Okay. Das wäre das. Dann
ein Stückchen weiter nach Süden. So, jetzt können wir um die ganze zerklüftete Landschaft einfach herumgehen. Ah, 10 Minuten haben wir noch und passiert ist herzlich wenig. Außer unnötige Kämpfe, die sind natürlich passiert. Yay. Mach hinne, Mr. Gatzi. Mach an hinne. Ja. Einfach Schnauze. Hauen wir noch ein bisschen unsere Waffe kaputt. Das musste jetzt sein. Okay. Blähe fliegen. Yay. Ah, da haben wir noch was. Ah, wieder ein Lager von Supermutanten. So, die blöde Blähfliege sollen es jetzt bitte in Ruhe lassen. Gut, gut, haben wir wenigstens noch ein kleines Lager, das wir hier erledigen können. Aber ansonsten, ne, den restlichen Landstrich kann man herzlich vergessen. Und da hinten schweben die ganzen Steine und Bäume in der Luft, weil die Erde darunter noch nicht geladen wurde. Super. Wir waren hier aber noch nicht, oder? Ich meine, nein. Ich nehme mal keine Gegner, aber... Ja gut, das muss bei unserer Wahrnehmung nicht viel heißen. Es ist schließlich Tag. Was? Die sind freundlich? Was? Hallo? Wildlandgefangener. Okay, Moment. Ich bin hier drüben! Hilfe! Kleinen Moment, ich will nur sicherstellen, dass das Gebiet ja auch sicher ist. Ach, die schlafen einfach alle. Oh. Dann sind wir jetzt mal ganz freundlich. Hilfe! Was höre ich? Dumme Geräusche. Ich brauche Hilfe. So, dir wird gleich geholfen. Also doch, Supermutanten. Ein Raider liegt hier herum. Okay. Helfen Sie mir. Sofort, werte Frau. Sie sind sicher. Wer hier reinkommt, wird von mir umgehauen. Ihnen passiert nichts. Dafür garantiere ich. Okay, das Büchlein von hier haben wir jetzt auch gefunden. Na gut, komm. Helfen Sie mir! Sie haben dieses Zeug hier abgelegt. Warum nehmen Sie es nicht? Es ist alles, was ich besitze. Die können ja reden. Nein, du brauchst es dringend, als ich. Manches sagen sie, manches nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Mach nur alles kaputt. Okay, na gut, bevor die hier rauskommen.
Befreien wir den auch schnell. Kein Problem. Dann noch ab hier rein. Es sind echt wenig Supermutanten. Ob das so gut war, dass der über die Brücke rennt. Naja. Okay. Macht ihr solche Geräusche? Ja. Ist da irgendwie ein Blutbeutel, der sich bewegt? Ist ja widerlich. Was tut hier so? Ich würde hier gerne wieder weg. Dankeschön. Was auch immer hier so solche Geräusche macht, ich verzieh mich. Okay. Ja, das wäre dann das. Ein Lager von Supermutanten, in dem aber nur ein einziger Supermutant war. Aber dafür zwei Leute, die man befreien konnte. Was ist das da drüben? Achso, das ist einfach nur... Einfach nur ein... Entweder ein umgestürztes Silo oder... Weiß nicht, was es sonst sein könnte. Nö, hier ist eh nichts mehr. Gut, dann konnte der Gefangene auch wirklich fliehen. Das ist schön. Aber, was nicht ganz so schön ist, das ist, dass es hier anscheinend nichts mehr gibt. Schauen wir hier über die Klippe. Schauen wir hinunter ins Ödland. Gehen Süden und sehen, es gibt nichts mehr für uns zu finden. Nichts mehr. Schade. Sehr, sehr schade. Aber was sollen wir machen? Irgendwann muss es halt auch ein Ende finden, ne? Ja, das bedeutet, wir haben jetzt als nächstes eigentlich nur noch die Sache mit der verstrahlten Vault zu erledigen. Und Leute, ich würde sagen, das packen wir in eine eigene Folge, damit ich da sicher gehen kann, dass da bei der Aufnahme nichts verloren geht, weil an der Stelle möchte ich das wirklich nicht riskieren. In dem Sinne sage ich an der Stelle, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Fallout 3, wenn wir uns unserem wirklich letzten optionalen Gebiet nähern, und je nachdem, wie lange das dauert, werden wir uns dann auch langsam auf dem Weg zum Jeffers Memorial machen. Jupp, in dem Sinne, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Fallout 3. Ich bin Exi. Bis dann, Leute. Ciao.